unser Volk, den Körper der deutschen Kultur, indem wir uns zur Feier alten Brauches hier versammeln. Denn das Brauchtum ist Teil der Kultur und ein Volk ist vor allem der Träger seiner Kultur. Eine Kultur kann in Jahrzehnten zugrunde gehen, aber es dauert viele Jahrhunderte, bis sie sich entfaltet, bis sie entwickelt werden kann. Unsere fernen Ahnen haben über viele Generationen hinweg im schöpferischen, geistigen Austausch gestanden und Zug um Zug haben sie dadurch die Sprache und unsere Denkweise, unsere Kultur entwickelt. Ganz erstaunliche geistige Schöpfungen und Erfindungen sind die Bausteine unserer einzigartig reichen Kultur. Wir wollen sie behaupten und weiterführen. Jeder von uns ist dazu aufgerufen, auf unsere deutsche Kultur stolz zu sein. Und mit umso größerem Recht, je inniger er sie kennt und je inniger er sie lebt. Goethe sagt in Faust, was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Entstanden ist unser Volk schon früh in der Geschichte, damals, als sich die deutsche Sprache ausbildete. Die germanischen Großstämme der Sachsen und Friesen, Franken, Schwaben, Thüringer, Bayern und Lothringer haben alte germanische Sprachen gesprochen, die untereinander wechselseitig verständlich waren. Um 750 nach der Zeitrechnung, also in den Anfangsjahren von Karl dem Großen, bildete sich daraus das Althochdeutsch. Aber jeder Germane hat ja auch einen Großvater, mit dem er reden kann. Also sprechen die Gelehrten vom Voralthochdeutschen, das bis zum 3. Jahrhundert zurückgeht. Der deutsche Staat ist dann aus den Teilungen des Frankenreiches entstanden. Der erste König und Kaiser des Ostteils des Reiches war 888 nach der Zeitrechnung Arnulf von Kärnten. Aber da er noch weitläufig mit Karl dem Großen verwandt war, gelten als die ersten deutschen Könige ab 900 Konrad der Erste, Heinrich der Erste und Otto der Große. Sie gelten als die ersten deutschen Könige ab 900 nach Christus. Wie es bei so einer Königseinsetzung zuging, das schildert eine Chronik. Otto wurde im Aachener Kaiserdom von den Herzögen feierlich auf den Thron gehoben. Sie huldigten ihm, gelobten Treue und versprachen Hilfe gegen alle Feinde des Reiches und machten ihn so nach ihrem Brauche zum König. Dann stellte der Erzbischof von Mainz den gewählten Herrscher dem Volk vor. Seht, hier bringe ich euch den von Gott erkorenen und einst vom großmächtigen Herrn Heinrich bestimmten, nun von allen Fürsten zum König gewählten Otto. Wenn euch diese Wahl gefällt,
so bezeugt dies, indem ihr die rechte Hand zum Himmel emporhebt. Darauf hob alles Volk die rechte in die Höhe und wünschte mit lautem Zuruf dem Herrscher Heil. Kaiser Otto der Große ist das erste überragende Genie der Deutschen. Ein Taggenie, eine Weltenwende. Er besiegt die Ungarn, die jahrzehntelang das Reich geknechtet und verheert haben. Er zähmt die aggressiven Polen, schon damals, einigt und errichtet das Reich. Im Volk entsteht ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ein Volksgefühl, ein Staatsbewusstsein und bei den Gelehrten ein Hang zur Geschichte, der bis jetzt nicht da war. Der Stil der Romanik, der großen romanischen Dome, beginnt mit den Kirchenbauten Ottos des Großen. Der Hof Ottos zieht Weise und Gelehrte, Dichter und Künstler von weit her an. Noch seine Nachfolger, ebenfalls hochgebildete Persönlichkeiten, zehren von der Tradition dieses Kulturzentrums. Das im Entstehen begriffene Deutschland vollbrachte damals große Integrationsleistungen. Die germanischen Stämme wuchsen weiter zusammen und zusätzlich wurden Kelten ins deutsche Volk aufgenommen, germanisierte und auch romanisierte Kelten und auch slawische Stämme vom Maingebiet bis Lübeck. Bekanntlich lautet die Definition von arischer Rasse im Ariernachweis des Dritten Reiches dem mitteleuropäischen Typus zugehörig. Von 800 bis 1200 reichte das Klimaoptimum mittelalterliche Warmzeit. Die hohen Erträge der Bauern hatten eine Hochzeit der Kultur zur Folge. Im 10. Jahrhundert entstand etwa aus Passionsspielen in den Gemeinden die deutsche Dramatik, also Schauspiel, szenisches Schauspiel. Dichter und Sänger erwecken die alten Sagen wieder zum Leben. Um 1200 feiert die ritterliche Dichtkunst ihre Hochblüte. Walter von der Vogelweide preist die deutsche Art. Er ist für Jahrhunderte der größte deutsche Lyriker, berühmt im ganzen Reich. In diesen Jahren entfaltet sich ein neues Genie, Albertus Magnus, Albert der Deutsche. Er stammt aus Straßburg. Er war ein Universalgelehrter, Philosoph, Naturforscher, Mathematiker, Dozent an einer ganzen Reihe von Universitäten, Rektor der Universität Köln, Professor an der Sorbonne in Paris. Er war der Lehrer von Thomas dem Aquiner und von dem Mystiker des Mittelalters Eckhart. Er war der Berater von Rudolf dem I. von Habsburg. Alberts Gebot, dass Erkenntnis gewonnen werden sollte nur aus Beobachtung und Experiment. Dieses Gebot hat der Kunst und der Wissenschaft die Freiheit vom Glaubensdogma ermöglicht. Diese albertinische Wendung hin zum Humanismus wurde gerade in Deutschland wirkmächtig. Und Albertus Magnus war auch Künstler, er war Architekt. Albertus Magnus war es,
der an der Kölner Kathedrale die abendländische Gotik zur Monumentalkunst entwickelte. Goethe brach bei der Betrachtung des Straßburger Münsters in den Ruf aus, das ist der deutsche Baustil schlechthin. Die Kultur in den freien Reichsstädten überbot allmählich die italienischen und Schweizer Stadtrepubliken. Nürnberg etwa war die Wiege von Albrecht Dürer. Veit Stoß, Adam Kraft, Peter Fischer und der Meistersinger. Der Humanist Dürer, die Weltenbeweger Luther und Kopernikus schufen im Abendland mit ihren Werken die Erkenntnis der Persönlichkeit und ihrer Würde. Der große Rembrandt beispielsweise malt Persönlichkeiten, Charaktere. Durch Gutenberg erreicht die Kunde vom Neuartigen ganz Deutschland, ganz Europa. Die Bauernkriege brechen aus, aber die deutsche Revolution im Politischen muss noch 300 Jahre warten, bis 1848 oder sogar bis zum 20. Jahrhundert. Die Kultur blüht. Sie ist längst eine eigenständige Blüte aus dem deutschen Volk heraus. Bis zum Jahr 1618. Nach dem 30-jährigen Krieg, nach dem ersten 30-jährigen Krieg, zersplittert das Reich in 300 fast unabhängige Residenzen, die aber allmählich zu ebenso vielen Kulturzentren, Zentren von Theater, Bildung und Gelehrsamkeit, später zu Universitätsstädten wurden. Schon ab 1700, also nur wenige Jahrzehnte nach Ende des 30-jährigen Krieges, nahm die Beschäftigung in deutschen Landen mit geistigen Themen explosiv zu. Es entstand ein Bildungsbürgertum als fruchtbarer, breiter Boden, aus dem eine unvergleichliche Reihe deutscher Genies emporwuchs. Und aus dem Auftreten solcher Persönlichkeiten kann man ablesen, was es mit dem Wort auf sich hat, alle Menschen sind doch gleich. Johann Sebastian Bach wird von vielen als der bedeutendste Komponist des Abendlandes angesehen, als größter Musiker der gesamten Musikgeschichte. Bach verwandelt die Welt der Musik. Der junge Mozart ist davon hingerissen. Für Beethoven war das wohltemperierte Klavier seine musikalische Bibel. Goethe findet hymnische Worte für die Musik von Bach. Dann kommt die Aufklärung. Sie kommt von den Nachbarvölkern. Locke, Hume, Rousseau, Voltaire, Descartes sind ihre Wegbereiter. Die Aufklärung unterwirft das Denken der Ratio, dem kalten, reinen Verstand, ebenfalls als ein Akt der Befreiung vom Glaubensdogma. Aber der deutsche Immanuel Kant aus Königsberg analysiert die Möglichkeiten und die Grenzen der rationalen Erkenntnis des Menschen. Er entwickelt damit die ultimative Form der Aufklärung und setzt Maßstäbe,
Maßstäbe, die auch bis heute nicht mehr überboten wurden. Er verwirft natürlich die Metaphysik des Glaubens. Es ist der Geist, der das Wissen schafft. Wage es, deinen Geist, dein Wissen einzusetzen. Sapere aude. Und Kant entwirft eine Ethik der Gemeinschaft der Volksangehörigen. Er entwirft den kategorischen Imperativ. Aber das 18. und das beginnende 19. Jahrhundert sind nicht nur von Bach und von Kant dominiert. Der deutsche Idealismus stellt ein kulturelles Phänomen dar, eine Epoche der Spitzenleistungen, die oft mit dem goldenen Zeitalter Athens verglichen wurden. In allen Wissenschaften, in allen Künsten treten in dichter Folge deutsche Geistesfürsten auf. Und jeder von diesen großen Männern spricht die alten Sprachen, ist auch kundig in den Sprachen und in der Literatur des zeitgenössischen Europas. Jeder von ihnen spielt mehrere Instrumente, viele komponieren. Die Musik, Dichtung und Literatur, die Philosophie dieses Zeitalters bleiben unübertroffen. Ich kann die Namen gar nicht alle aufzählen in diesem kurzen Referat. Ich habe aber eine schriftliche Ausführung bereitgestellt, die dort ausliegt. Über die Entwicklung der deutschen Kultur seit ihren Anfängen. Wer darüber hinaus mehr lesen will, geht zu Sascha und holt sich die Bücher von Fernau, zum Beispiel die deutschen Genies oder Deutschland, Deutschland über alles. Sascha ist unser Büchermensch. Wichtig sind die Universalgelehrten Alexander und Wilhelm von Humboldt, der Mathematiker Gödel, Euler und Gauss. Gauss, der unter anderem die Krümmung des Raumes postulierte und den Telegraphen erfand, schließlich Clausewitz. Die großen Historiker der Epoche, etwa Ranke, entwerfen ein Spektrum an neuartigen Methoden der Geschichtswissenschaft, die uns heute selbstverständlich geworden sind, etwa die Forderung der Archivforschung, eine akribische Quellenkritik, die Beachtung objektiver Dokumente anstelle von Aussagen von Politikern und Memoirenliteratur. Der Philosoph Herder sieht jedes Volk als natürlichen Baustein der gesamten Humanität. Er sagt, die Völker sind die Gedanken Gottes und Gott sei der Geist in der Welt selbst. Die Idee der Aneignung des Wissens, der Weg zur Humanität, ist etwas spezifisch Deutsches, das die Epochen bis heute überdauert. Der Bildungsprozess, die Pflege, die Kultur mache das Wissen zum höchsten Gut der Menschlichkeit. Auch Fichte, Schelling und Hegel erkennen die Einzigartigkeit des Individuums und jedes Volkes. Hegel als Staatsphilosoph Preußens setzte die Maßstäbe des Nachdenkens über den Geist in der Welt, Maßstäbe gültig für das Zeitalter und bis heute.
Die Erforschung der Natur des Geistes wird zum höchsten und letzten Auftrag an die Philosophie und an die Menschheit. Die prägendsten Errungenschaften des deutschen Geistes im 19. und im 20. Jahrhundert wurden jedoch in den Naturwissenschaften und dann in deren technischen und industriellen Anwendungen erzielt. In der Physik wurden die Gesetze und Formen der Energie entdeckt. In der Chemie die Lehre von den Atomen und Molekülen. Es wurde die Synthese von Tausenden von Naturstoffen erzielt. In der Biologie war Thema die Erforschung der Zelle und die Anwendung der Chemie auf die Lebensvorgänge, den Stoffwechsel. Die Gesetze der Vererbung wurden entdeckt von dem deutschen Gregor Mendel aus Böhmen. Dann auch reine und angewandte Mathematik, Optik und Instrumentenbau. Deutsche Erfindungen definierten und ermöglichten erst die moderne Industriegesellschaft und sie waren Wurzel ihres Wohlstands, nicht nur in Deutschland. Erfunden wurden die raffiniertesten Methoden der Induktion von Bewegung, die raffiniertesten Motoren, das Fahrrad, Motorrad, Auto, Flugzeug und Zeppelin, Hubschrauber, Senkrechtstarter und Düsentriebwerk, Schiffsschraube, Telefon, Glühbirne, Schreibmaschine, Röntgenstrahlen, Sozialgesetzgebung, Saxophon, Thermosflasche, Kontaktlinsen, Gussstahl, Farbfilm- und Kleinbildkamera, Fernseher und Computer, synthetisches Benzin, der Airbag, der Kindergarten, die Chipkarte, der Plattenspieler und das Tonbandgerät, der Kühlschrank, Zahnpasta, Faxgerät und Scanner, Kernspaltung, Zyklotron, Uranreaktor, Thoriumreaktor und der Allesbrenner Dual Fluid Reaktor, Marschflugkörper und Raumfahrt. Wilhelm von Humboldt hatte die revolutionär neue Form der Universität entwickelt. Die Form der neuen deutschen Forschungsuniversität wurde weltweit übernommen. Es brach geradezu ein Deutschlandfieber aus, in Frankreich und in den angelsächsischen Ländern. Methoden, Denkweise und Inhalte der deutschen Forschung und der deutschen Universität galten als Vorbild in allen Kulturstaaten. Die Welt beneidete die Deutschen um ihre Gelehrten. Schon um 1800 gab es in den deutschen Staaten mehr als 50 Universitäten, in England nur 4. Es gab mehr wissenschaftliche Fachzeitschriften und Fachgesellschaften als irgendwo sonst, sodass Deutsch zur führenden Wissenschaftssprache in der ganzen Welt wurde. Wer in Europa oder Amerika Physik studieren wollte oder Chemie, musste erst Deutsch lernen, denn die Lehrbücher waren deutsche und auf Deutsch geschrieben. Und die Ergebnisse der Forschung mussten in den deutschen Fachzeitschriften publiziert werden, wenn sie denn etwas gelten sollten. Hunderte berühmte Physiker und Chemiker aus Amerika und England, Frankreich, haben in Deutschland studiert und promoviert und dann Keimzellen der deutschen Forschung in ihren Ländern geschaffen.
Die Deutschen meldeten mehr Patente an und gewannen mehr Nobelpreise als irgendein anderes Land. Der englische Kulturhistoriker Peter Watson schreibt 2010, also vor kurzer Zeit, in einem dicken Wälzer über die Entwicklung der deutschen Kultur: Selbst heute noch seien die Deutschen allen anderen in altvertrauter Weise voraus. Nach einer britischen Studie von 2006, zitiert Watson, wurde bei den Deutschen trotz der massiven Zuwanderung ein IQ von 107 ermittelt, bei den Briten von 100, bei den Franzosen von 94. Der deutsche Volksgeist, der deutsche Genius beruht also auf der explosiven und erfolgreichen Kulturentwicklung eines schon im Ursprung hochbefähigten Volkes.